Ja, liebe Dream Travel You Community, seid gegrüßt zu einem neuen Flugangst-Spezial heute. Wenn du also mit Flugangst zu kämpfen hast oder jemanden kennst, der mit Flugangst zu kämpfen hat, dann ist diese Folge absolut das Richtige für dich. Teil sie auch gerne, denn ich habe heute einen Spezialgast, einen Ehrengast und ich freue mich schon wie kein zweiter. Ich habe mir nämlich nicht irgendeinen Gast hier eingeladen, nämlich er ist erfolgreicher Pilot, der Königin der Lüfte unter anderem. Er ist der Founder und ja, Erfinder von der Flugangst-App Passenger Guard, die dir smart hilft, deine Flugangst zu bekämpfen. Und der ein oder andere von euch wird ihn natürlich aus seinen zahlreichen Auftritten bei RTL und diversen Medien kennen. Ich freue mich, wie kein Zweiter, heute den Flugangstexperten zu Gast zu haben, den Daniel Jankowski. Hallo Daniel. Ja, hallo Nico. Es freut mich, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, lieber Daniel. Daniel, jetzt, wenn ich schon mal einen Piloten da habe, dann ist ja die Frage nicht ganz uninteressant. Wo spreche ich denn zu dir gerade? Ja, also ich sitze gerade im Tonstudio in Castrop-Rauxel und genieße die Sonne draußen. Wunderschöner Tag, ein bisschen warm vielleicht insgesamt, aber genau, wir sitzen mitten im Ruhrgebiet. Wow, cool, ja, warm ist das in der Tat, in der Tat. Ja, lieber Daniel, vielleicht für alle, ich habe es ja schon angesprochen, du bist ja aus RTL unter anderem bekannt, aber vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich uns mal der Community kurz vor. Was machst du beruflich und vielleicht auch, wie kam es denn zu Ideen mit der Passenger Guard App? Ja, hallo liebe Community. Ja, zu meiner Person. Mein Name ist Daniel Jankowski. Ich bin 50 Jahre alt, Boeing 747-Pilot, Mitbegründer. Zusammen mit Marcel Kurzig habe ich die App Passenger Guard oder haben wir die App Passenger Guard entwickelt. Ich habe zwei Kinder, die Anna und den Josh, beide schon volljährig und ja, meine Ausbildung. Ich habe eine Pilotenausbildung bei der Lufthansa genießen dürfen in Bremen und in Phoenix, USA, für ein Jahr in den USA zum Flugtraining. Ja, bin danach bei Eurowings respektive Lufthansa Regional auf der Kurz- und Mittelstrecke geflogen und bin dann nach 7 Jahren auf den Jumbo, auf die 747-400 und 800 gewechselt. Ja, Langstrecke ist natürlich was ganz anderes, ne, eine ganz andere Herausforderung. Ja, Genau. richtig cool. Ja, Daniel, und jetzt als Pilot dementsprechend, wann kam da die Idee oder wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, du gründest jetzt eine Flugangst-App? Ja, also ich habe nebenbei, neben meiner Tätigkeit als Pilot auch im Simulator gearbeitet. Und das war ein Simulator, den man auch, ich sag mal, als Normalbürger, also nicht nur als Pilot, ne, weil wir Piloten werden ja jedes halbe Jahr auf diesen Simulatoren trainiert und auch gecheckt, den konntest du halt auch als ja, ganz normaler ja, als ganz normaler Kunde einfach buchen. Ja. Und jeder Zweite, der den Simulator da mal gebucht hat mit Piloten, also es war relativ kostspielig auch die Sache, hatte tatsächlich Flugangst. Und am Ende des Tages hatten die Leute immer das gleiche Problem. Es war immer die Angst vor dem Ungewissen und die Geräusche, die man nicht kannte. Wenn Triebwerke auf einmal in Leerlauf Okay. gehen, gehen die jetzt aus? Und wir haben irgendwann gesagt, okay, oder ich habe irgendwann gesagt, okay, wir müssen irgendwas finden, irgendwas schaffen, was den Passagieren wirklich auch nachhaltig hilft. Und es gibt zwar tausende von Flugangstseminaren. Ja. Das Problem bei diesen Seminaren ist halt, dass du ja, die meistens lange vor einem Flug besuchst. Das heißt, du fliegst im Juni, hast aber im März schon dieses Seminar. Und im April hast du die Hälfte schon wieder vergessen und die Angst kommt sofort zurück. Und wir haben was gesagt, wir brauchen etwas, wir wollen irgendwas schaffen, was die Leute immer dabei haben. Was haben die Leute immer dabei? Ihr Handy. Und Absolut. na, die haben immer ihr Handy dabei. Das ist, gehört mittlerweile ja, ne, dazu, dass man sein Handy immer dabei hat. Man merkt das erstmal, wenn man sein Handy mal vergessen hat, ne, wie abhängig wir schon von diesem Gerät Ja, sind. richtig. Aber es hat natürlich auch seine Vorteile. Du hast das Gerät dabei, du kannst es im Flugmodus benutzen. Das war uns auch sehr wichtig, dass das Ja, Programm auch im Flugmodus richtig. läuft. Und ja,
Du kannst mit diesem Programm, also mit dem Passenger Guard, mit der App, einen kompletten Flug durchmachen. Das heißt, wir haben den Flug in 20 Phasen aufgeteilt Okay. und du kannst den ganzen Flug im Prinzip zu Hause auf der Couch schon mal vorbereiten. Du kannst dich in diese Situation begeben. Also was wir machen, das ist Konfrontationstherapie. Also es geht darum, sich den Geräuschen zu stellen, den Abläufen zu stellen, sich seiner selber seine Angst zu stellen und mal zu gucken, okay, woher kommt ihr denn? Liegt das vielleicht daran, dass ich nicht weiß, was passiert? Weil das ist halt meistens der Fall. Ne? Ja. Die Unwissenheit, ich meine, woher sollen die Leute das auch wissen? Also ich meine, kommst du Also hier? ist eher die Unwissenheit der Hauptfaktor, weil mir als Laie kommt da noch so Höhenangst, Platzangst eventuell mit Ja, ins Ge ja, oder ja. ist es eine Mischung aus allem, Ja, was da die das Flugangst? ist oftmals eine Mischung aus allem. Manchmal ist es Ja. natürlich auch isoliert zu betrachten. Also es gibt natürlich Leute, die Platzangst kriegen. Eigentlich haben die gar keine primäre Flugangst, sondern ja, die haben halt Angst, in geschlossenen Räumen zu sitzen. Ne? Also wir haben auch gesagt, wir können nicht ne, den klinischen Bereich abdecken. Also wenn man, ich sag mal, in eine wirklich schwere Phobie reingeht, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen Psychotherapeuten oder Psychologen oder einen Arzt vorher aufzusuchen. Also das möchten wir da hier auch nochmal ganz besonders Okay. betonen. Das können wir und wollen wir auch nicht leisten. Ja, das ist nachvollziehbar. Also Wir ich haben habe aber, ja, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja also kein Problem. wir haben am Ende der App auch über ganz Deutschland verteilt Kontaktadressen. Das heißt, wenn jemand merkt, okay, das hilft mir zwar, aber ich möchte doch lieber vielleicht doch von irgendeinem Arzt nochmal vorher gecoacht werden, Ja. dann auf jeden Fall. Und die Adressen sind, die sind am Ende der App im eigenen Kapitel aufgelistet. Und wie du auch schon weißt, ne, wir arbeiten ja auch mit der Ruhr-Universität Bochum zusammen und da gibt es auch eine Sprechstunde für Flugangstpatienten und die kann man dann natürlich über den Kontakt auch aufsuchen. Ja, richtig cool. Ja, nee, im Prinzip, das war das, was ich dich fragen wollte. Absolut genial. Jetzt muss ich mal fragen, waren es dann tatsächlich mehr Männer oder mehr Frauen, die dann Flugangst haben oder in deiner Erfahrung oder ist das Also gleich, kann man da ja, sagen? eigentlich ist es schon mehr so ein Frauending. Also was heißt ein Frauending? Also es sind schon rein von unserer Statistik gesehen her mehr Frauen als Männer betroffen. Was aber meiner Meinung nach daran liegt nicht daran, dass die mehr Angst oder ängstlicher sind Ja. als Männer, sondern die Frauen sind eher bereit, sich ihrer Angst zu stellen. Und bei den Männern ist das natürlich immer noch so ein bisschen ja, mit Scham behaftet. Ne? Oh, ne, der hat Angst, ins Flugzeug zu steigen. Ne? Also Ja. ja, gibt ein Mann vielleicht nicht so gerne zu wie eine Frau. Und von daher sind die Frauen da ehrlicher und offener. Und darum geht es auch. Okay. Das ist natürlich total wichtig, Ja. dass wenn man sich seiner Angst stellen möchte, dass man da, ne, also ganz offen mit umgeht, weil das ist keine Schande. Also ich meine, Fliegen ist jetzt nichts Menschliches, ne? Das ist eine Sache, die wir geschaffen Ja, haben und absolut. eigentlich gehört man da oben gar nicht hin. So, und auf einmal sitzt du da auf dem Flieger mit 140 Tonnen Kerosin und fliegst in so einer dünnen Blechkiste mit 900 Ja. Stundenkilometern durch die Gegend, da kann man schon mal Angst bekommen. Ja, absolut. Also ich bin da ganz bei dir. Also ich persönlich habe jetzt keine Flugangst, aber ich habe natürlich auch schon in die App hereingeschaut. Also die ist richtig cool und auch leicht vom Handling her. Ich verlinke die euch unten. Da hat ja der Daniel auch die Möglichkeit gegeben, dass die, ja, man kann ja sogar schon mal hereinschnuppern. Und du hast es gerade angesprochen, Daniel. Oder hast es mal gesagt, ihr habt auch schon Rückmeldungen und Erfahrungen. Kannst du uns da was mal wiedergeben, wie so die Erfolgsquote ist oder wie zufrieden die Kunden, die jetzigen bisher sind und Ja, die Kundinnen? also wir haben Ja. mit mehreren tausend Leuten natürlich eine Testphase durchlaufen, um zu gucken, wie wirkt die App überhaupt. Ja. Die Ruhr-Universität Bochum macht gerade den wissenschaftlichen Test und wir sind da ganz zuversichtlich, dass dieser Test auch positiv ausfallen wird. Ansonsten haben wir viele
Kunden, die die App schon getestet haben mit Flugangst. Und Perfekt. also ich sag mal, der Großteil, ich würde sagen 9 von 10, waren total Ja. happy, ne, und haben uns wirklich auf die Schulter geklopft, was uns sehr gefreut hat. Gesagt, ja, schade, dass es die noch nicht eher gab. Ne? Wir haben schon so viel ausprobiert und ja, also sie sind Ja. schon beruhigt. Und ich glaube, diese Sicherheit, die man sich gibt, Ja. dadurch, dass man mit gewissen Wissenslücken oder gewisse Wissenslücken jetzt mit Wissen auffüllt, Ja. gibt einem eine Menge Selbstvertrauen. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, diese Angst auch zu besiegen. Und also wir haben ja, wie ich dir auch erzählt habe, wir haben ja jetzt eine Flugangst-Notfallsprechstunde eingerichtet. Ja, mega, habe ich gesehen. Also Na, also cool. da kann man, wir haben gedacht, das rundet den ganzen Prozess nochmal ab. Das heißt, du kannst dir ein Ticket kaufen bei uns für 15 Minuten oder für 30 oder für 35 Minuten. Du erwirbst das Ticket, hast das Ticket und kannst das dann jederzeit, ne, guckst bei uns in den Kalender, wann Termine frei sind. Und wenn du weißt, okay, du fliegst jetzt am, weiß ich nicht, 20. Dezember diesen Jahres nach Hongkong oder nach Fuerteventura oder wohin auch immer, dann kannst du dir für den Abflugtag das Ticket buchen, ne? Oder also was heißt das Ticket? Du hast das Ja. Ticket schon gekauft und du kannst es aber im Terminkalender festlegen, dass du dann diese Sprechstunde buchst und da hast du dann die Sicherheit. Ne? Also wenn ich jetzt ganz viele Leute, es ist das immer das gleiche Phänomen, je näher der Abflugtag rückt, je Richtig. schlimmer wird es bei den Leuten. Und gerade am Abflugtag ist dann oftmals die Entscheidung, fliege ich jetzt oder fliege ich nicht. Schafft einen riesen wirtschaftlichen Schaden übrigens auch. Ganz viele große Konzerne, das weiß ich nicht, sei es Siemens, BMW, wer auch immer, you Ja. name it, haben riesengroße Kosten, weil ihre Mitarbeiter die Flüge absagen, weil sie zu irgendwelchen Business-Terminen fliegen und sie schaffen es aber nicht. Ne? Und da, denke ich, hilft diese Flugangstsprechstunde, die kann man sich natürlich auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich in Begleitung zum Passenger Guard oder vielleicht auch alleine, also wie auch immer, ne, wenn ich sage, okay, ich buche mir jetzt viermal eine halbe Stunde, um mit so ein paar Fragen, die mir auf dem Herzen liegen, mal aufzuräumen, kann man das natürlich super machen. Und ja, ich bin da von montags bis sonntags für die Community da. Ich stelle meine Termine rein, wann wir Sprechstundenzeit haben. Und eigentlich machen wir das jetzt die ganze Woche durchgehend. Ne? Top, also top. Mega cool. Schon allein auch der geschäftliche Aspekt ist ja auch für viele Firmen noch interessant. Und bei dir ist man da absolut, Daniel, finde ich, an einer Top-Adresse. Du als Pilot und dann, ich weiß es mal Ja, von dem vielen Dank. Vorgespräch, dass du auch gerne, gerne, dass du auch mal sogar Medizin studiert hast. Also da ist man bei dir richtig top aufgehoben. Jetzt komme ich nicht umweg. Du sitzt jetzt schon im Tonstudio. Ja, genau. Und ja, Lieben, ich lasse da jetzt mal den, ich mach da jetzt mal den Sack auf, in Anführungsstrichlein, wie man so sagt. Jetzt habe ich gelesen, also man kann die Passenger Guard App, die wird nicht nur unter anderem von dir, von deiner zauberhaften Stimme besprochen, Ja. nein, auch die Background-Sängerin von Helene Fischer hast du an Land Ja, geholt, Wahnsinn, ja. totaler Wahnsinn. Also wir sind ja hier im Tonstudio in Castrop-Rauxel, das ein Freund von mir gehört. Und ich bedanke mich nochmal dafür, dass ich hier aufnehmen darf, so oft ich möchte, zu einer Top-Qualität. Und ja, wir sind durch dieses Tonstudio an die Background-Sängerin von Helene Fischer rangekommen, die Steffi Barth. Und die Steffi hat eine Stimme, also das ist absolut, das ist der absolute Wahnsinn. Und wir haben uns unterhalten über die App, ne? Was macht ihr denn so? Und ne, so, wir sind halt im Studio ins Gespräch gekommen und die hat sich das angehört und fand das mega und ganz toll. Und ich habe gesagt, du hast so eine tolle Stimme. Würdest du für uns die Meditation und diese Panik-Button-Geschichte sprechen? Und ich sage, wir können dich wahrscheinlich gar nicht bezahlen. Sagt sie, Ja, na, ihr müsst mich mega. auch nicht bezahlen. Ich finde das super. Ich mache das so, ne, für euch. Ich spreche euch das gerne auf, weil sie die Sache auch so toll fand und
Ich glaube, ihr Freund auch so ein bisschen Flugangst hatte. Okay, War so ein bisschen perfekt. involviert und ja, auf jeden Fall ganz toll. Da möchte ich mich auch bei Steffi nochmal für bedanken. Also, ich meine, die Background-Sängerin von Helene Fischer an Bord ist natürlich schon, Ja. ich sag mal, da bekommt das Lied Atemlos durch die Nacht nochmal eine ganz andere Bedeutung. Okay. Okay, viele Grüße, by the way. Sie ist jetzt wahrscheinlich, oder sie ist jetzt höchstwahrscheinlich natürlich auch flugangstfrei unterwegs. Aber lieber Daniel, vielleicht kannst du uns nochmal, du hast gerade nochmal den Panik. Mir ist es wichtig, dass du es nochmal, hätte ich Ja, nochmal gerne. zwei spontane Tipps, zwei, drei, kannst du gerne auch den Panik-Button mit nochmal erklären. Wenn jetzt jemand, oder wahrscheinlich du als Pilot musstest eventuell auch mal eingreifen. Was hast du so spontan für zwei Golden Nuggets für uns, wenn man im Flugzeug sitzt und ja, Ja. Flugangst bekommt? Ja, also ich würde also als Ja. allererstes mal über die No-Gos sprechen. Also meiner Meinung nach, also die No-Gos sind Medikamente zu benutzen. Ja. Und was überhaupt gar nicht geht, ist die Gin-Tonic-Therapie. Also Okay. Ja. Alkohol verdrängt in dem Moment natürlich. Klar kannst du dich vor so einem Flug abschießen. Wenn du Glück hast, kommst du dann an Ja. Bord. Wenn du Pech hast, kommst du gar nicht erst rein. Aber das steigert die Angst eher noch ins Unermessliche irgendwann. Also am Anfang meint man vielleicht, okay, geht eigentlich wieder, ne? Ist alles cool. Aber ich sag mal, du kannst ja auch nicht auf so einem 12-Stunden-Flug, du kannst dich ja nicht 12 Stunden lang abschießen. Also also der Schuss geht auf jeden Fall nach hinten los. Ja, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, oder ist diese Atemübung, die wir hinter dem Panikbutton Panik. hinterlegt haben. Den Panikbutton erreicht man übrigens von jeder Seite der App. Es geht da um kohärentes Atmen. Also wir haben da gewisse Tonfrequenzen Ja. eingebaut, die zum Einatmen, also die begleiten dich beim Einatmen und beim Ausatmen, genau, entsteht ein anderer Ton oder wird hier ein anderer Ton vorgegeben. Das heißt, du atmest Ja. im Prinzip hinterher, also dem, ne, der, die App macht dir die Ansage, wie du atmest. Und das ist schon wirklich eine Sache. Ja, die super ist, ne? Also viele Leute, die Panik kriegen, kommen dann irgendwann in die Hyperventilation. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten haben wir die erste Meditation, die übrigens auch Ja. die Helene Fischer spricht. Also die Helene Fischer, nicht, Perfekt. Entschuldigung, wollen wir jetzt nicht Also, übertreiben. Die Entschuldigung, ja. Background, Entschuldigung, Ja, Helene. Nein. Quatsch. Genau, die Steffi Barth spricht und Ja. das ist also die erste Meditation, ja, weltweit, die ist für einen Flugzeugsitz. Also wir haben die extra für einen Flugzeugsitz konstruiert, entworfen und die kannst du dann auch, die kannst du angeschnallt machen, ne? Und bist dann einmal erstmal komplett losgelöst von dem ganzen Ja. Äußeren und genau, Ja. das sind so zwei Sachen, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ja, also richtig cool. Da habt ihr was, liebe Community, da habt ihr was richtig Tolles an der Hand, ein richtig tolles Tool. Ich betone es nochmal, auch im Flugmodus nutzbar. Und ich tue es natürlich unten für euch verlinken, in der Beschreibung. Da könnt ihr mal reinschnuppern und dann alles weitere euch vom Daniel zu Gemüte führen. Daniel, ich komme jetzt aber nicht drum herum, wenn ich jetzt schon mal einen Piloten hier habe, muss ich dich einfach mal fragen, du bist ja die 747 geflogen, die Königin der Lüfte. Was macht denn das mit einem? Das ist doch, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich Ja. eine Legende, zwei Legenden sozusagen vereint. Ja, also es ist schon ganz, ganz toller Flieger. Ist natürlich, also für jeden Piloten, da habe ich mir meinen persönlichen Traum eigentlich mit erfüllt. Es ist halt schon das geilste Flugzeug, was es momentan in der ganzen Aviation gibt, ne? Also ich finde das auch schöner als den Airbus A380, auch wenn er noch ein bisschen größer und schwerer ist. Aber Ja. die 747 ist einfach ein tolles Flugzeug, einfach zu fliegen. Man glaubt nicht, man kann das Ding tatsächlich mit zwei, drei Fingern fliegen. Cool. Das Flugzeug, ja, es ist einfach mega zuverlässig und hat ultra viel Power, also es macht
Also es, als Pilot macht das schon richtig viel Ja, Spaß, ja. Ja, dieses mega Flugzeug cool. bewegen zu dürfen. Ich meine, das Startgewicht von knapp 400 Tonnen, das ist schon die Macht, ne? Und Ja. wie einfach die Triebwerke das verpacken und Ja. wie viel Kraft die zur Verfügung stellen. Du fliegst das Ding im Prinzip ja wie ein kleines Sportflugzeug, ne? Obwohl es so schwer Wow. ist. Also es ist schon Oh, toll. Hat cool. natürlich, ne, eine sehr lange oder sehr große Reichweite. Ja. Ja, also wir waren damit schon echt überall und an ganz abgelegenen Plätzen auch. Ja. Also es war schon eine schöne Operation. War eine coole Zeit auf jeden Fall. Ja, wie kam es zum Fliegen? War das schon immer dein Berufswunsch oder wie hat dich das Fliegen gefunden? Ja, die Ja. Schwester meiner Mutter, die war Stewardess früher bei der Lufthansa. Cool. Genau. Die hat mich öfter mal mitgenommen, als ich ein Ja. kleiner Junge war. Und da habe ich immer gesagt, oh, das ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, Ja, und dann cool. habe ich dann irgendwann nach dem Abitur mir überlegt, bewirbst du dich jetzt mal bei der Lufthansa? Und das war 1992, ist auch schon wieder 100 Jahre her. Da war gerade der Golfkrieg und die Firmen, also gerade die Aviation, hat halt gar nicht eingestellt, weil sie nicht wusste, wo die Reise hingeht. Und dann Ja. musste ich das verwerfen. Und da ich als Zivildienstleister im Rettungsdienst in Castrop-Rauxel gearbeitet habe, hatte ich so ein bisschen den Draht zur Medizin und habe dann angefangen, Medizin zu studieren. Und naja, ein paar Jahre später habe ich dann nochmal Post von der Lufthansa bekommen und die fragten mich dann, du hast dich doch mal bei uns beworben, hast du denn noch Interesse? Und naja, also ich war mitten im Physikum. War mir gerade sehr gelegen, mal eine Abwechslung zu finden, also in den Ja. Vorbereitungen, sagen wir mal, aufs Physikum. Und naja, habe ich gesagt, okay, fährst du mal nach Bremen und nach Hamburg und machst dann da mal den Test. Und naja, dann hat das auf jeden Fall geklappt. Wie auch immer, kann ich mir bis heute auch nicht Ja. erklären. Und ja, dann war ich halt drin und dann ging es auch relativ schnell los und dann habe ich die Ausbildung bei der Lufthansa in Bremen gemacht und war fast ein Jahr in Amerika, in Arizona, in Phoenix. Da haben wir die praktische Ja. Ausbildung gemacht. Genau, das war die schönste Zeit übrigens. Also das war die geilste Zeit, ein Jahr Phoenix. Wir waren zusammen, Cool. die Lufthansa und die Luftwaffe, wir waren in Goodyear stationiert. Wir waren mit den neuen Piloten der Luftwaffe zusammen und man kann es dir vorstellen, so 150 Jungs auf einen Haufen mit zwei Pools und ein Ja. bisschen Barbecue. Das war schon sehr geil. Cool. Wir haben nicht gefroren. Also absolut beeindruckend, also cool. Ja, ich kann mir das richtig ja, vorstellen. Ja, du hast ja eine immense Erfahrung, hast es ja selber gesagt, seit 1992 unterwegs in der Luftfahrt. Jetzt muss ich dich mal fragen, gab es gerade in der Zeit als Pilot auch eine lustige Geschichte, die du uns natürlich erzählen darfst, oder eine skurrile Geschichte, die dir heute noch denkt, wo du Ja, also sagst du, die kommt. ich hab da so Ja. eine Geschichte, die immer wieder aufpoppt. Ich war mal in Hongkong. Wir hatten einen Aufenthalt von 5 Tagen und ich war abends mit einer Truppe von unserer Crew, waren wir essen, außerhalb draußen gesessen und es kam so eine Crew von Corona, von dem Vom Bier, Bierhersteller, ja, nicht von dem Virus, sondern ja, von dem Bierhersteller ja. an unseren Tisch und wollte uns da so ein paar Werbesachen schenken und haben gesagt, ja, vielen Dank. Und unter anderem war da eine kleine mexikanische Pistole, also die war so, keine Ahnung, Nein. 3,5, 2, 3 Ja. Zentimeter groß, ein Schlüsselanhänger, ne? Ja. Und naja gut, wie man das dann so macht, vielen Dank, eingesteckt, tschüss, schönen Abend noch und nicht mehr drüber nachgedacht. Und ja, am nächsten Tag klingelte das Telefon, da war dann unsere Crew Control am Telefon und die fragten mich, ob ich abends einen Flug mitbesetzen könnte, weil ein Pilot fehlen würde, weil die Ja. mit einer 3-Mann-Crew fliegen mussten und sie waren nur zu zweit, weil der Flug doch länger ging als geplant. Und naja, ich kam dann an Bord. Muss ich erstmal vorstellen, diese ganzen Treppen, bis man da oben ist, aus so einem Ja. Jumbo, ne? Da kletterst du erstmal wie so ein Kirschbaum hoch und irgendwann bist du dann oben und kam dann oben auf dem Upper Deck an und der
Kollege fragte mich, ja, wie sieht's aus? Wir kannten uns nicht, wir hatten uns vorher noch Ja. nie gesehen. Also ich kannte die beiden nicht. Und der fragte mich, ja, möchtest du gerne fliegen oder was hast du vor? Ich sag, klar, gerne, ne? Hab mich dann reingesetzt, hab alles angefangen zu programmieren und sagte zu meinem Kollegen, guck mal, was ist denn hier los? Überall Polizei, Blaulicht, ne? Nein. Also man sieht das halt gerade auch so ein Jumbo. Das ist wie mit, wenn du einen VW-Bus fährst auf der Autobahn, da guckst du auch über alle anderen drüber Ja. weg. Und so ist das mit so einem Jumbo am Flughafen auch, ne? Du hast halt die Ja. beste Aussicht. Naja, die hielten dann alle bei uns und kamen dann schwer bewaffnet die Treppen hoch, bis aufs Upper Deck, bis zu uns, mit einem Foto in der Hand, ein DIN A4-Blatt. Also die haben dieses 2 Zentimeter große diese kleine Handfeuerwaffe, Oh. ja, diesen Schlüsselanhänger, den haben die auf DIN A4 vergrößert, damit man es auf dem Scan Ja. besser sieht und es sah aus wie eine riesengroße Waffe. Wem gehört denn der Koffer? Ich so, ja, das ist meiner. Ja, mitkommen. Die Kollegen guckten mich natürlich ein bisschen sparsam an, weil wir kannten uns Ja. natürlich. Wer ist er denn? Ja. Naja, auf jeden Fall muss ich dann unten vor so 20 kleinen Chinesen dann meinen Koffer aufmachen und naja, hab dann diesen Schlüsselanhänger aus der Jeanshose rausgeholt und es gab großes Gelächter, du kannst dir das vorstellen. Absolut. Das ist eigentlich so die lustigste Sache, die Ja. mir in der Ja, ganzen wie cool. Rotation so passiert ist, ja. Gab es den Tag dann eine erhebliche Flugverspätung oder ging alles? Nee, es ging eigentlich alles, es war Ja. alles noch in Limits. Es war zum Glück alles Okay. noch in Limits. So war am Schluss alles, die Crew hat es lustig gefunden, Ja, alles, ja, super. am Ende war alles gut, ja, genau. Ja, wie cool ist das denn? Ja, mega. Ja, du, wenn du da so viel auch in der Luft bist, da gibt es doch bestimmt, weil ich frage das meine Gäste immer. Und jetzt habe ich ja heute mal einen ganz besonderen Gast nach dem schönsten Sonnenuntergang, den sie erlebt haben. Und jetzt kann ich mir bestimmt vorstellen, dass es da in der Luftfahrt bestimmt, ich weiß nicht, ob man eine Koordinate oder einen Bereich in der Ja. Luft, wo du sagst, da hast du einen erhabenen Moment erlebt. Ja, Gibt es da sowas? also es, natürlich haben wir ganz viele tolle Momente erlebt und Ja. ganz viele tolle Sonnenaufgänge auf dem ganzen Planeten Ja. gesehen, aber also der schönste, der Flug, den wir so hatten, mein Lieblingsflug, den ich versucht habe, so oft zu kriegen, wie es ging, Ja. war nach Los Angeles. Und da kommst du, wenn du nach Los Angeles reinkommst, kommst du relativ hoch an, weil du noch über die Berge musst. Und dann geht's runter in den Anflug und im Hintergrund das Meer, die kalifornische Küste. Wenn dann da die Sonne untergeht, da denkst du so, was soll jetzt noch Ja, kommen, ne? cool. Also, und du kommst mit der Königin der Lüfte da angeflogen, das macht schon, das ist schon, das kickt schon, das ist schon super, ne? Ja, Das macht schon Spaß. glaube ich, absolut richtig cool. Dann ist so Amerika auch deine Lieblingsdestination oder dein bevorzugter Airport, Los Angeles? Ja, Gibt es also da auch Los so Angeles war schon Präferenzen? so, ja, war Ja. schon mein bevorzugt. Da bin ich schon sehr gerne hingeflogen, weil wir Ja. hatten auch einen schönen Aufenthalt. Wir waren immer 5, 6 Tage vor Ort. Ja, cool. Und ja, das war schon bezahlter Urlaub, ne? Das war schon sehr toll. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Sachen. Ich sag mal, Afrika. Wir sind ganz viel Afrika Ja. geflogen. Also Afrika ist so toll. Schade, dass dieses Land so ausgebeutet ist. Ja. Und es den Menschen da so schlecht geht, aber ich sag mal Südafrika, Ja. Johannesburg, Neuseeland, Auckland in Neuseeland, ganz toll. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Sachen oder Anchorage mal im Winter, ne, Wow. wenn es dann da bei Ja. minus 40 Grad richtig kalt wird. Also da wird es dann richtig kalt. Ja. Das sind so Sachen, ja, da sind wir schon sehr privilegiert, das erlebt Ja. haben zu dürfen. Hattest du auch eine Landebahn, wo du sagst, oh, die war etwas schwierig oder tricky, dass es da was Ja, gab, wo. es Ja. gab eine Landung in Campinas, das ist in Brasilien. Da sind wir meistens nachts angekommen und meistens, wenn wir ankamen, hat es auch geregnet. Und dann Okay. kommst du da mit so einem schweren Jumbo rein. Da muss schon alles genau passen. Und Okay. da waren wir immer froh, wenn wir dann von der Landebahn abgerollt sind. Super, super. Ja, obwohl Ja. es immer natürlich alles in, ne, das war ja kein Harakiri, also das war vorher alles Ja. schon berechnet, Ja, absolut, aber es ja. sieht natürlich schon Ja. monströs aus, wenn du auf einer Ja. kleinen Landebahn landest mit so einem riesengroßen Vogel, ne? Absolut. Ja, ist ja wie in jedem Beruf im Prinzip. Es gibt Dinge, die man mag oder sozusagen und wieder Dinge, die man jetzt nicht so gern mag. Jetzt, Genau, ja, genau. dementsprechend.
Wie ist es heute bei dir, Daniel? Ich und die Community, wir sind ja so Sparfüchse. Hast du als Pilot eventuell einen Tipp? Wie bucht ein Pilot seine Flüge, wenn er in Urlaub geht? Gibt's Ja, da was? also ich bin ja ein großer Freund von flüge.de. Ja. Da schaue ich Keine immer. Werbung, by the Ach, way, ach liebe so, ach so, Community. sorry, ach Der ja, Spaß. sorry, ach sorry, ja. Ja, genau. Also da gucke ich halt oft gerne. Ansonsten haben wir natürlich als Piloten, Ja. ja, muss man ganz ehrlich sagen, das Privileg natürlich mit der Airline, für die wir gearbeitet haben oder für die wir arbeiten, kostenlos zu fliegen. Ach, Und wie cool. Das ist ja mega cool. oder für, sagen wir mal, einen reduzierten Ja, Flugpreis, ne? ja. Aber Nahezu ich, kostenlos, ja. na, Ja. Ja. genau. Ja, das sind so. Ansonsten Ja. Ja. habe ich da auch keinen großen Tipp, ne? Also vergleichen ist natürlich immer schon Vergleich, wichtig. ja, richtig. Man sagt ja so, Vergleich macht reich auch, ist ja auch so ein Ja, Sprichwort. und man muss sich natürlich auch Ja. überlegen, ne? Man ist immer die Frage, also wenn ich jetzt, ich sag mal, von Dortmund oder von Düsseldorf nach Hamburg fliegen möchte, Ja. dann ist mir das vielleicht auch egal. Also Ja. wie ich jetzt sitze, also da und ob ich da was zu essen bekomme oder ob ich was zu trinken bekomme oder ob ich dafür bezahlen muss. Aber wenn Ja. ich jetzt, ich bin mal in die Karibik geflogen nach Martinique und Cool. es ging nicht anders. Also da bin ich als Passagier geflogen, weil ich mit einem guten Freund, ich bin auch Segler und wir sind da mit einer Ach. Lagune, mit einer Lagune, ich glaube eine 550er war das, von Martinique nach Grenada Ja. runtergesegelt. Ja, der Flug war sehr lang. Wir sind von Paris aus Ja. geflogen, wir sind mit dem Zug nach Paris gefahren, mit dem TGV und sind dann von da aus nach Martinique geflogen und das war der schlimmste Flug überhaupt, weil also ich bin 1,90 Meter groß und wenn du dann auf diesem, wenn du dann in so Sitzen sitzt, wo du deine Beine nicht ausstrecken kannst und du sitzt da 10 Stunden im Flugzeug, also das würde ich nie wieder machen. Da würde ich lieber 200 € mehr bezahlen und mit irgendeiner anderen Airline fliegen. Aber es gab damals keine anderen. Also das muss man auch immer so ein bisschen abwägen, ne? Ja. Gerade wenn es auf die Langstrecke geht. Langstrecke kann dann auch schon wehtun auf so einem langen Flug. Ja. Ja, das stimmt, da kann ich aus Erfahrung sprechen. Ja, Mensch, ja, die Luft und das Wasser vereint, Daniel, das wusste ich gar nicht. Ja, wie geil, wie Ja, cool ja. ist das denn? Entschuldigung, wie cool Ja, auf ist jeden das Fall. denn? Ich liebe das Wasser genauso wie die Luft, Ja. ne? Also Segeln ist da auch ein ganz großer Part bei mir. Genau. Ja, mega. Mensch, Daniel, Wahnsinn. Ich würde jetzt gern mal, wie die Zeit verrinnt, das geht ja wie am Flug, richtig spannend. Ich würde mal gern mit dir unsere berühmte Spotlight in die Schnellfragerunde machen, was ich mit jedem Gast mache. Ja. Ja, ich baller dir ein paar Fragen an den Kopf und du darfst Sehr gerne. ja, antworten dementsprechend. Ja. Was darf in deinem Reisegepäck nicht fehlen? Meine Sonnenbrille. Perfekt. Zugreise oder Flugreise? Auf jeden Fall Flugreise. Hätte jetzt auch nichts anderes erwartet. Kleiner Spaß, ja. Wichtigstes Reisetool oder ja, Reise-App oder was, Ja, wie also man ich sagt, für diese Ressource, ja. ja, auf jeden Fall die Passenger Guard App, die sollte man immer dabei haben. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Ansonsten natürlich, was ich der Community noch ans Herz legen kann, ist das beste Anti-Mückenspray der Welt, Anti-Brumm. Ja, das war mein ständiger Begleiter. Sehr gut, ja. Die Bundeswehr benutzt das auch. Ach, cool. Die hat das auch in ihrem Gepäck. Und ja, also wenn man in Gegenden kommt, gerade in Asien oder so oder wo auch immer, das war sehr wichtig. Also da bist du wirklich geschützt, du hast ein Schutzschild um dich herum. Es Ja, gibt das auch schon. nicht viele andere Sachen, die helfen, aber Anti-Brumm ist da mega. Antibrum. Ja, ich habe es mir mal aufgeschrieben, weil tatsächlich, das ist, da habe ich bisher noch nichts Gutes persönlich gefunden. Also, Ja. was heißt nicht gut, sondern es hat halt nicht gewirkt, Genau. beispielsweise in Ja, Mexiko. ja. Diese Bändchen und alles, was es da Ja, gibt. ja. Ja. Und das Zeug, das ist echt super, das stinkt auch nicht, das ist relativ geruchsneutral, aber es wirkt 100%. Also Ja, ich cool. war immer froh. Ich werde es testen und werde dir dann Rückmeldung Ja, geben. super. Ja, dann Boeing oder Airbus?
Ganz klar Boeing. Boeing, cool, ja. Ja, ich glaube, du hast ja zu Eingang im Gespräch auch gesagt, da fliegt man noch richtig, hast du gesagt, gell? Oder Ja, wie? Da also ist das das ist, Feeling. also der Pilot steht da Ja. immer bei Boeing schon immer noch im Vordergrund, ne? Ja. Wobei das bei Airbus Ja. immer mehr der Computer Automatisiert, automatisiert, der ja. Also, ja. Computer übernimmt. Also die letzte Ja. Entscheidung hat, ich meine, Ja. das hat auch auch beim Airbus Ja. natürlich, aber Ja. ich bin da eher der Boeing-Freund. Genau. Absolut cool. Ja, was darf auf deiner musikalischen Reiseplayliste nicht fehlen? Jan Delay. Ja, cool. Ja, mega cool. Auch eine Legende, der Jan. Mega. Ja, dein Lieblings-Sundowner-Getränk darf auch Tomatensaft sein. Kleiner Ja, also ich trinke Joke. selber keinen Alkohol. Ja. Ansonsten, ja, alles Fruchtige, ne? Immer gerne. Okay, perfekt, perfekt. Wenn du könntest, Daniel, welche Eigenschaft würdest du deiner Community oder deinen Schützlingen in Anführungsstrichlein geben? Ich würde Ihnen gerne mitgeben, dass Sie Ihren Mut zusammennehmen und die Leute, die wirklich ja, das schöne Reisen nicht genießen können, weil sie auf dem Weg dahin schon Angst haben oder im Urlaub auch schon wieder Angst haben, zurückzufliegen, darf man auch nicht vergessen. Ja, also fliegen Leute auf die Insel und liegen eine Woche an der Insel und sehen diese Flugzeuge Ja. an sich vorbeifliegen und haben schon wieder haben den ganzen Urlaub Schiss, wieder zurückzufliegen. Also ich wünsche euch viel Kraft, Ja. euch eurer Angst zu stellen. Und wie gesagt, wenn ihr persönliches Coaching braucht, dann kommt ihr auf passengergard.com und genau, Ja, könnt ihr absolut. euch bei mir eine Sprechstunde buchen. Da könnt ihr euch so wirklich den Daniel ja euch doppelt zum einen mit der Handy-App to go. Das habt ihr, seid ihr da gut. Ich muss es nochmal, weil ich bin so Ja, begeistert, danke. sagen. Also und muss es auch nochmal loben. Ich habe es natürlich selbst auch getestet, die App. Und ja, ich bin echt begeistert. Ihr habt sozusagen eine Betreuung to go. Und zum einen, ihr könnt dann sogar noch auf den Daniel bei Bedarf via Coaching oder Training, wie auch immer, ja, wisst, wie ich es meine, dann zugreifen. Genau, wir machen das auch. Ja. Wir haben es extra. Wir könnten Ja. es natürlich auch per Zoom machen oder sonst irgendwie, aber wir haben extra darauf verzichtet, weil viele Leute möchten das vielleicht auch nicht und dann gesehen werden. Also es ist schon am Ja, Telefon ein richtig. bisschen Ja, anonymer und es ist vor allen Dingen auch absolut. einfacher. Also Geht, ich sag mal so, wenn du jetzt am Flughafen bist und du denkst, ach du Scheiße, jetzt geht's mir aber gerade echt scheiße. ja. Dann willst du nicht nur anfangen, irgendeinen Link zu suchen oder so, Richtig, dann ja. rufst du einfach an Richtig. und genau, wir sind im Prinzip wie so eine Arztpraxis von Ja. Montag bis Freitags und auch am Wochenende besetzt. Unsere Termine könnt ihr dann da einsehen Ja. und genau, freuen wir Richtig uns. smart, richtig smart. Ja, cool. Ja, Daniel, wie gesagt, jetzt hast du dir ja schon den Traum vom Fliegen erfüllt. Das ist ja für viele ein wahnsinniger Traum. Gibt es da noch was auf deiner To-Do-Liste, was du noch abhaken möchtest, wo Ja, du sagst? ich würd ja gerne irgendwann aufs Schiff ziehen. Also, da ich ja Ach, von wie Herzen geil. Segler bin, würde ich mich freuen, irgendwann meinen Traum mal verwirklichen zu können und auf ein Schiff umzuziehen. Aber das ist noch ein langer Weg. Aber gut, Ja. Träume soll man haben. Also immer im Prinzip, man kann ja sagen, jetzt fehlt die Weltreise mit dem Flugzeug, hast du schon gemacht. Jetzt fehlt Jetzt nur noch machen wir die das mit dem Weltreise mit dem Schiff. Schiff, ja. Ja. Richtig cool, mega. Da kannst du ja schon fast ein Buch schreiben, finde ich ja mega cool. Ja, also da brauche ich dann auch eine App, angstfrei segeln, ne, wahrscheinlich. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich natürlich auch noch totalen Respekt vor, weil das Meer ist halt auch mega gewaltig und ja, es ist auf jeden Fall nochmal eine Herausforderung, ne? Ja. Aber genau, Step by Step, eins nach Ja. dem anderen. Also da kann ich dir einen kleinen Tipp geben, je größer das Schiff, je Ja, ne? Ja. magenfreundlicher. Ja, by the way. Ja, und ja, jetzt frage ich noch, mit wem würdest du denn gern mal fliegen und was würdest du die Person fragen? Das wäre. Mit wem würde ich gerne mal fliegen? Also ich würde gerne vielleicht mal mit Tom Cruise fliegen. Also ich habe von dem, außer jetzt natürlich in seinen Top Gun-Filmen,
Macht er ja auch ganz viele Sachen. Ist ja selber Pilot, ne? Hat so eine Piz, ein richtig geiles Flugzeug und ja gut, Geld spielt bei dem, glaube ich, keine Rolle. Ich würde ihn gerne mal fragen, wann er angefangen hat, so zu fliegen und ne, ob der schon vor seinem ersten Dreh fliegen konnte. Aber das, was ich gesehen habe, ist schon richtig gut und ja, würde ich mich freuen, mit dem Cool. mal eine Runde zu drehen und das vielleicht auch zu filmen. Ja, cool, ja, mega, Vielleicht kannst du mega. da ja was einstiehlen. Okay. Wir gehen das an. Ja, wir gehen das an. Ja, ich hab's, wenn ich's richtig verstanden habe, man kann auch mit dir im Flugsimulator, gell? Das stimmt. Man kann, Genau. das ist richtig. Genau, das machen wir auch. Es gehört auch mit zu unserem Programm. Also wenn wir so ein Personal Coaching machen, Ja. das ist ja nach Absprache, dann kann man natürlich auch mal in so einen Profi-Flugsimulator einsteigen. Wir haben das, ne, sieht man bei uns auf der passengerguard.com-Webseite auch. Wir waren mit RTL in dem Simulator. Da gab es einen ganz tollen Bericht zum Thema Richtig. Flugangst und der App. Und ja, in so einen Simulator, ne, kann man natürlich dann auch mit mir oder mit uns reingehen und dann kann man mal eine Stunde oder zwei buchen und dann mal so ins Eingemachte gehen und mal gucken, was Ja. passiert überhaupt, was macht ihr eigentlich, was macht Ja. ihr, ne, wenn was passiert, genau, wie sind die Abläufe und so ein bisschen Vertrauen zu schaffen. Also das ist auf jeden Fall alles möglich. Ja, cool. Also, ihr habt da Leute, ihr habt da echt was mega Tolles, ein tolles Tool mit an der Hand beim Daniel. Und ihr hört es selber. Also, der Mann ist hochsympathisch und ich wage jetzt es zu behaupten, dass es heute aus dem Tonstudio zu mir eines meiner besten Interviews Vielen Dank. wird. Auch Ja, qualitativ. ja. Also, mega, mega cool. Lieber Daniel, was ist denn in Zukunft noch von dir? Sei es jetzt gerne reisetipptechnisch oder auch beruflich, was ist da geplant? Gibt es da noch was, was du so einen Teaser, was du uns mit auf den Weg geben Ja, kannst? also wir wollen Ja. jetzt natürlich erstmal unsere Notfallsprechstunde ausbauen. Okay. Wir arbeiten jetzt im Moment im deutschen Bereich, auch mit der App. Die App wird es jetzt demnächst auch englischsprachig geben. Ach, Wir cool. werden die Notfallsprechstunde auch im englischsprachigen Bereich anbieten, was wir ganz wichtig finden. Ja. Und ja, Zukunftsmusik, es wird natürlich, wir gehen da auch mit der Zeit und wir arbeiten auch gerade ne, im Bereich VR-Techniken und Wow, cool. genau, das werden so die nächsten Schritte sein, die wir hier machen. Aber genau, wir sind jetzt erstmal so mit dem Programm, was wir haben. Wir Ja. sind froh, dass die App steht, dass sie gut funktioniert, dass das so ein geiles Feedback gibt von den Leuten und sind also Feedback, ne, nochmal an die Community auch. Ich freue Ja. mich auf euch und freue mich vor allen Dingen auf euer Feedback. Weil das ist ein ständiger Verbesserungsprozess, der hier gerade läuft, ne, und der auch immer weiterlaufen wird. Und wir können nur Ja. besser werden, wenn wir eure ehrliche Kritik bekommen, freuen uns da drauf und Ja. werden versuchen, das Produkt noch besser zu machen, Ja. als es schon ist. Also ich tue auf jeden Fall die Kontaktdaten, die ich vom Daniel habe, alle unten in der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung, wo auch immer. Ihr wisst es verlinken, aber vielleicht sagst du es uns nochmal, Daniel. Wo ist es dir denn, weil du hast es ja angesprochen, Feedback, wo ist es dir denn wo kann man dich am besten oder wo ist es dir am liebsten, dich zu erreichen oder die Ja, ihr könnt also Passagierkarte? die, genau, ihr habt die Ja. Kontaktdaten, ne, ihr könnt uns an hallo@passengerguard.com schreiben. Okay. Ansonsten könnt ihr euch auch die anderen Kontaktdaten auf unserer Seite anschauen, passengerguard.com einmal anklicken und da ist eigentlich alles beschrieben und ja, wir würden uns auf jeden Fall mega über eure Berichte Ja. freuen. Und wie gesagt, die App ist kostenlos im App Store downzuloaden. Momentan gibt es die nur für das iPhone im App Store. Das hat aber nur folgenden Grund. Also der Code, mit dem wir da programmiert haben, ist Ja. halt für den App Store programmiert worden. Und wir sind gerade dabei. Also das Ding ist kurz vor Fertigstellung. Wir Super. müssen nur noch die Freigabe von Google bekommen. Und dann gibt es das demnächst auch im Google Play Store, damit auch die Android-Benutzer da nicht benachteiligt werden. Aber das war jetzt einfach nur ein zeitliches Problem. Also ne, Ja. hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt Apple oder Ja. das bevorzugen. Das war einfach, ja genau, Lauf der Dinge. Und das Ding ist demnächst fertig und Ja.
Genau. Wir sind froh, dass wir die Sprechstunde jetzt auf den Weg gebracht haben. Da freuen wir uns sehr drüber, weil also die ist auch schon echt gut angekommen, obwohl die erst seit einer Woche online ist. Ja, Da perfekt. sind wir echt mega froh, dass das so cool angenommen wird. Und ich glaube, da das ist auch für die Leute, ne? Also so eine Sicherheit zu haben. Ich meine, zur Not rufst du, ne? Zur Ja. Not rufst du mich dann an mit deinem Ticket. Wenn du gerade in den Flieger einsteigst, wo dir gerade überlegst, steige ich jetzt ein oder steige ich jetzt nicht ein? Und das gibt's ganz oft, ne? Also ich Ja. hatte jetzt gestern noch eine Kundin, die kam aus Antalya zurück. Die hatte auch, Ja. als sie angekommen ist, hat sie mir geschrieben, hat gesagt, ein Glück ist der Flug vorbei. Ja, jetzt habe ich erstmal Ruhe. Und dann merkte man so in den zeitlichen Abläufen, wie oft sie sich meldete vor dem Ja. Flug. Je näher der Flug kam, je schlimmer wurde's. Und am Abflugtag war es ganz katastrophal. Und da kamen dann Fragen auf, wie wahrscheinlich ist es denn, wenn man von der Türkei zurückfliegt, dass da ein Terroranschlag passiert? Oder wie ist denn Ja. das? Wie, das schlimmste Thema für die meisten, was ist mit den Turbulenzen? Kannst du mir nochmal was zu Turbulenzen sagen? Da geht es so ein bisschen darum, die Leute zu beruhigen. Und die wollen das dann in dem Moment auch. Ne? Die brauchen einen, mit wem sollen sie Ja. sprechen? So, ne? Und Also, dafür haben. Daniel, kommen Turbulenzen tatsächlich auch so oft vor? Also, ich werde jetzt nicht sagen, dass ich wenig Flieger bin, aber ich habe so vielleicht ja, zwei, dreimal in meiner bisherigen Ja. Flugkarriere als Passagier Turbulenzen mitgemacht. Ist das Ja. eine unbegründete Angst oder gibt Nee, es nee, das doch nee. öfters? Nein, das gibt's schon, also es gibt's auch Ja, schon öfter. Ne, okay. da hast du wahrscheinlich öfter auch mal Glück gehabt. So, Ja. also Turbulenzen, also gerade diese Ja. Clear-Air-Turbulenzen, das sind Turbulenzen, das sind Luftverwirbelungen, einfach Ja. die können wir vorne im Cockpit auch nicht sehen. Also wir können, wenn vor uns, was weiß ich, 200 Meilen vor uns ein Gewitter ist, dann sehen Ja. wir das auf unserem, ist ein Dopplerradar, das heißt, der sendet ein Signal aus, trifft auf irgendein Molekül von dem Ja. Gewitter und kommt wieder zurück. Das heißt, wir sehen das auf unserem Bildschirm. Ja. Diese Clear-Air-Turbulenzen, die sehen wir nicht. Das heißt, das kann auf einmal rappeln. Ne? Da denken die meisten, oh, sind diese bekannten Luftlöcher. Es gibt keine Ja. Luftlöcher, um da mit dem Ja. mal aufzuhören. Ne? Aber Okay. was soll ein Luftloch Ja. sein? Das müsste ein Vakuum sein. So, das gibt es nicht. Das sind diese Verwirbelungen und die können schon unangenehm sein, vor allen Dingen, wenn man nicht angeschnallt ist. Ne? Also wir sagen ja immer, bitte bleiben Sie während des gesamten Fluges angeschnallt. Das hat auf jeden Ja. Fall den Hintergrund, wenn es dann, also Turbulenzen machen, muss man erstmal sagen, dem Flieger nichts aus. Dafür ist ein Flugzeug gebaut, das abzukönnen. Aber man muss sich vorstellen, wenn der Flieger wirklich mal in eine Turbulenz kommt und mal, also der sackt auch keine 400 Meter ab, aber es gibt halt schon mal einen Einschlag und der versucht dann die Höhe zu halten und Ja. das schlägt dir natürlich auf den Magen. Wenn du dann jetzt mit dem Flieger in dem Moment nicht verbunden bist, also sprich, du bist mit der Maschine nicht über den Sicherheitsgurt Ja, dann. angeschnallt, dann kannst du auch schon mal unter die Decke gehen, ne? Dann knallst du unter die Decke und knallst wieder zurück in Sitz. Das ist dann natürlich schon gefährlich und da muss man ganz ehrlich sagen, also ne, Ja. bleibt angeschnallt, dann braucht ihr euch um Turbulenzen keine Sorgen zu machen. Ja, mega cool nochmal. Vielen Dank. Ja, hab ich wieder was dazugelernt und die Community auch. Auch zum Thema mit diesen Luftlöchern, weil dieses in Flügen, das hat also im Flug im Gespräch mit Gästen habe ich das öfters mal mitbekommen, dass da eine Angst entsteht vor diesen Luftlöchern. Aber hast du jetzt mal super erklärt, Daniel, finde ich richtig gut. Und apropos Anschnallzeichen, ja, die Cabin Crew, die Anschnallzeichen gingen jetzt gerade bei Ja, mir auch Ding. schon. Ja, Wir sind ready Ding. for landing. Yes. Ja, Lieber schön. Daniel, ja, also es hat mich mega gefreut, dass du da warst. Ja, vielen Dank für deine Einladung, Nico. Gerne, wir könnten noch Stunden reden über das Thema Flugangst und das Fliegen an sich und viele Tipps von dir. Ja, sei so lieb, lieber Daniel, ich übergebe jetzt ans Cockpit an dich. Die letzten Worte gehen an dich. Ja, Gib okay. unserer Community noch etwas mit, whatever. Ja, also liebe Community, ich freue mich darauf, möglichst vielen Menschen von euch hoffentlich bald die Flugangst nehmen zu dürfen. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich gerne, kommt in meine Sprechstunde auf passengerguard.com oder
schaut euch die App an, guckt euch unsere Seite an und wir sind auf jeden Fall immer für euch da.